Die Bundesregierung plant, die Fregatte Hessen ins Rote Meer zu entsenden, um an einem Militäreinsatz der EU-Staaten teilzunehmen. Warum das ein katastrophaler Fehler ist, erklärt die BSW-Abgeordnete Sevim Dadelin im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Heute Morgen haben Ampel und Union noch den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ausgewertet, der nach 20 Jahren NATO-Krieg in einem völligen Desaster geendet sind. 200.000 getötete Afghanen, 59 tote Bundeswehrsoldaten und 12,5 Milliarden Euro Kriegsschulden. Da brauchen Sie gar nicht lachen. Für all das haben Sie 20 Jahre lang die Hand gehoben und jeder Mandatsverlängerung zugestimmt. Wenige Stunden später schon wird klar, Sie haben daraus nichts gelernt. Wieder schicken Sie die Bundeswehr als Trittbettfahrer der USA in eine unmögliche Mission, in einen maritimen Militäreinsatz vom Roten Meer bis zum Iran. Ein Militäreinsatz, der gemessen an den eigenen Ansprüchen und Zielen zum Scheitern verurteilt ist, so liest sich der Operationsplan dieses Militäreinsatzes. Mit dem Militäreinsatz flankieren Sie den Luftkrieg, den die USA und Großbritannien gegen den Jemen führen. Sie riskieren damit eine direkte Kriegsbeteiligung. Wir finden das unverantwortlich, was Sie da machen. Zwar sind vorerst Landoperationen nicht vorgesehen, aber der Einsatz der Bundeswehr im Küstengewässer des Jemen dagegen schon. Und Sie wissen genau, dass der Schutz der Schiffe nicht von See aus geleistet werden kann. Eine Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Schauen Sie sich den Operationsplan an, dann werden Sie genau das nachlesen. Wie in Afghanistan, so fahren Sie auch mit diesem Militäreinsatz einfach nur blind den USA hinterher. Dabei ließe sich das Problem im Roten Meer ganz ohne einen Militäreinsatz und Krieg lösen, nämlich mit einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Aber auch dort folgen Sie in fataler Nibelungentreue Washington, das gerade wieder eine entsprechende Resolution im UN-Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand mit seinem Veto blockiert hatte, das dritte Mal in Folge. Ich finde, statt neuer Militärabenteuer brauchen wir Diplomatie und Verhandlungen und vor allen Dingen einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Vielen Dank. Ja, 100%. Also hier hat Sevim Dadelin wirklich alles auf den Punkt gebracht. Und es wird ja immer gesagt, wir müssten da jetzt zu diesem Militäreinsatz, habe ich schon ganz häufig in Kommentaren gelesen, als ich studiert hatte, um den Seehandel zu retten. Doch um den Seehandel zu schützen. Der Seehandel sei ja in deutschem Interesse, aber das ist völliger Schwachsinn. Also wir schützen dort nicht den Seehandel. Wir schützen da den Seehandel der Staaten, die sich gerade mit den Houthis im Konflikt befinden. Deutschland gehört noch nicht zu diesen Staaten. Also Deutschland kann völlig normal Handelsschiffe durchs Rote Meer schicken. Wenn die Houthis können sich natürlich auch mal vertun und aus Versehen deutsche Schiffe angreifen. Aber das ist ja, wie gesagt, die Houthis, die befinden sich im Krieg mit Israel, mit Großbritannien, mit den USA. Aber nicht mit Deutschland. Also Deutschland macht sich hier zur Zielscheibe. Also ganz im Gegenteil, dieser Militäreinsatz, der eine deutsche Kriegsbeteiligung zur Folge haben könnte, der sorgt dafür, dass deutsche Handelsschiffe zu einer Zielscheibe werden. Der sorgt dafür, dass der deutsche Seehandel gefährdeter wird. Also hier schützen wir den Seehandel nicht, wir gefährden den deutschen Seehandel. Wir gefährden hier effektiv deutsche Interessen. Und warum? Damit die USA eine neue Front gegen den Iran eröffnen können. Also die USA eskalieren gerade an allen möglichen Ecken und Enden. Und die Houthis, die sind jetzt ein neues Angriffsziel. Also wir haben auch schon gesehen, wie die USA völkerrechtswidrig in Syrien, im Irak Ziele bombardiert haben, weil dort pro-iranische Milizen stationiert waren, die dort übrigens den Islamischen Staat vorher vertrieben haben, aber ja, wir brauchen jetzt nicht genau über die Situation in den Ländern zu reden. Aber die USA, die versuchen, also da planen die Neocons schon seit über 20 Jahren einen Krieg gegen Teheran. Und sie warten nur auf die passende Gelegenheit, um loszuschlagen. Sie warten nur auf den passenden Vorwand. Und wenn wir da jetzt Schiffe hinsenden, wenn wir uns eventuell sogar in einen offenen Krieg gegen die Houthis begeben, was, wenn unsere Schiffe da in Küstennähe rumkreuzen, sehr, sehr schnell mal passieren kann, dann haben die USA einen weiteren treu-doofen Verbündeten, der sie dabei unterstützt, eine weitere Front gegen den Iran zu unterstützen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wir unterstützen ja eine amerikanische Strategie der Eskalation. Und das dürfen wir nicht machen. Das ist das große Problem hier. Also, wie gesagt, ich habe das schon so oft in den Kommentaren gelesen, ja, wir müssen den Seehandel beschützen. Nee, wir beschützen da nicht den Seehandel. Ganz im Gegenteil, wir machen deutsche Schiffe zu einem Angriffsziel.
Also wir machen uns zur Zielscheibe, wir gefährden den deutschen Seehandel. Und nur weil die Houthis gerade einen Konflikt mit Israel, Großbritannien und den USA haben, müssen wir uns da nicht einmischen. Also inwiefern sind die Interessen dieser Staaten denn unsere Interessen? Deutschland sollte seine eigenen Interessen vertreten und unser Interesse ist es, sich nicht in diesen Krieg einzumischen. Also warum schickt China denn keine Schiffe in diese Region, um seinen Seehandel zu schützen? Ganz einfach, weil China sich nicht in diesen Konflikt einmischen will. China setzt auf eine diplomatische Lösung, sowohl im Jemenkrieg als auch im Nahostkonflikt. Im Jemen, da hat China vor einiger Zeit eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran verhandelt, was auch für den Jemen sehr viel Hoffnung bedeutet, weil dann der Krieg im Jemen auch hoffentlich irgendwann enden könnte. Und jetzt haben Großbritannien und die USA durch ihre Bombardierungen auf die Houthis einen völlig unnötigen Schritt der Eskalation gestartet, gegen den wir uns ganz klar stellen sollten. Also, wie gesagt, Deutschland schützt dort nicht den Seehandel. Deutschland macht sich zur Zielscheibe. Deutschland gefährdet den eigenen Seehandel, indem es sich dort in diesen Krieg hineinziehen lässt. Also die USA und Großbritannien, die haben dadurch, dass sie die Houthis bombardiert haben, ihre eigenen Schiffe auch zur Zielscheibe gebracht. Also bevor die beiden die Houthis bombardiert hatten, haben die Houthis sich überhaupt nicht im Konflikt mit ihnen befunden. Die Houthis haben erst amerikanische und britische Schiffe zu einem Ziel erklärt, nachdem die USA und Großbritannien bombardiert hatten. Und genau das kann uns Deutschen auch passieren, wenn wir uns in diesen Krieg hineinziehen lassen. Deswegen ist es brandgefährlich. Ich glaube, das musste ich nochmal klarstellen, weil ich das schon so häufig gesehen habe. Ja, es ist doch in deutschem Interesse, wenn der Seehandel verteidigt wird. Aber wir verteidigen eben nicht den Seehandel, sondern den Seehandel von Großbritannien, den USA und Israel. Der Seehandel von Deutschland, der ist für die Houthis aktuell noch kein Ziel. Das kann man nicht häufig genug betonen.